Heute besprechen wir im Bergsteigen-Grundlagenkurs das Thema Downhill. Was man mit ihr machen kann, warum sie so etwas Praktisches im Bergsport ist und was vielleicht auch das ein oder andere Problem an ihr ist. Los geht's! Könnt ihr euch noch an den Bergsteigen-Grundlagenkurs erinnern? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob ihr noch aus der alten Zeit des Bergsteigen-Grundlagenkurses kommt. Das würde mich nämlich an dieser Stelle sehr interessieren. Jedenfalls ist das heute eine ganz kurze Wiederbelebung im Sinne des Themas. Denn heute reden wir mal über Daunenjacken. Nachdem ich euch vorletzte Woche die Simon Alpinism Light gezeigt habe, haben sich dazu ein paar Fragen aufgetan. Und das ist Anlass genug, das Thema Daune im Bergsport mal ganz nüchtern zu besprechen. Daune ist eine Art der Feder. Während normale Federn so aussehen, können Daunen aber auch so aussehen. Der Unterschied ergibt sich sowohl in der Länge des Stegs der Feder, auch Kiel genannt, und auch in ihrem dreidimensionalen Verhalten. Das führt dazu, dass die Daune deutlich weniger stechen kann als eine gewöhnliche Feder und auch dazu, dass sie bei gleichem Gewicht mehr Wärme speichern kann als eine Feder. Daunen sind aber meist nicht so zahlreich an Enden und Gänsen wie das klassische Federkleid, womit wir auch zur Herkunft kommen. Daunen bezieht die Industrie und der Mensch vor allem von Enten und Gänsen. Hier wird es nun spannend. Theoretisch ist es möglich, den Tieren die Daune zu entziehen, ganz ohne ihnen Schmerz zuzufügen. Das ist aber eine Rupfmethode, die heute kaum noch Anwendung findet. In der Industrie genau, ja, gar nicht mehr. Dabei wird nämlich auf den hormonell bedingten Mauserprozess gewartet. Wenn sich die Vögel mausern, dann geht die Daunensammlung fast wie von selbst. Eine romantische Vorstellung, die dem großen Drang nach Daunenprodukten der Menschen jedoch zeitlich nicht mehr gerecht wird. Daher wird heute vor allem auf den Totrupf oder Lebendrupf gesetzt. Zuerst zum Totrupf. Ist eine Gans für die Gastronomie bestimmt, dann wird sie früher oder später geschlachtet. Nach dem Tod wird der Gans dann die Daune ausgerupft. Die Gans kriegt davon logischerweise auch nichts mehr mit. Auch nicht, wenn wie in manchen Tierschutzvideos die Tiere noch zucken, wenn sie gerupft werden. Denn die letzten Reaktionen des Nervensystems nach dem Schlachten haben bei einem abgetrennten Kopf nichts mehr mit Leben oder Leid zu tun. Das Rupfen ist also eine Art Resteverwertung des Vogels. Dieses System ist weitestgehend etabliert, vor allem am europäischen Markt. Nun gibt es in Asien und Nordamerika, aber teilweise auch in Europa, noch einige Marken und Firmen, die auch Daunen aus dem Lebendrupf nutzen. Beim Lebendrupf wird den Tieren das Daunenkleid in Akkordarbeit am Fließband im Sinne der Massentierhaltung einfach ausgerissen. Auf Mauserungszyklen wird hier keine Rücksicht genommen. Dabei erleiden die Tiere oft enorme Schmerzen und brechen sich oft Knochen oder sterben. Machen wir es kurz. Lebendrupf ist eine absurde Form der Tierquälerei, wenn es um die Haltung und Nutzung von Enten und Gänsen geht. Heute werden aber nach offiziellen Zahlen nur 3% aller Daunen im Sinne des Lebendrupfes gewonnen. Also nur. Ist ja immer noch zu viel. Doch hier kommen wir zum großen Punkt, die Dunkelziffern. 3% hört sich vielleicht nicht nach viel an, aber nur, weil die Dunkelziffer jener Betriebe, die nach Lebendrupf arbeiten, aber Totrupf angeben, nicht nur groß, sondern laut Einschätzungen gigantisch ist. Weil man eben durch die Kennzeichnung als Lebendrupfdaune deutlich weniger für die Daune verlangen kann und westliche Hersteller oftmals keine Abnahme dafür anbieten, weil sie sich bei der Kundschaft das Image nicht versauen wollen. Das führt dazu, dass viele schwarze Schafe oder schwarze Gänse in der Industrie werken und die Transparenz darunter leidet. Deshalb haben sich Zertifikate und Labels etabliert, die hier unterstützen sollen. Mit dem Responsible Down Standard oder Global Traceable Down Standard soll man in Bezug auf die Daunenherkunft eine gewisse Sicherheit als Konsument haben. Allein, es gibt keine Transparenz über die Überprüfung des Unternehmens. Wann diese stattfinden, wie sie stattfinden, ob sie stattfinden und welche Konsequenzen zu befürchten sind. Heißt, es gibt vor allem Labels, die zwar arbeiten, da ist man sich sicher, aber nicht wirklich durchblicken lassen, wie sie arbeiten. Und das macht unterm Strich eben stutzig. Somit hätten wir die Frage nach der Daune per se mal geklärt. Daunen haben für uns Bergsteiger zwei praktische Eigenschaften. Die erste Eigenschaft ist, dass sie sehr elastisch ist. Das heißt, wenn man Daune fest zusammendrückt, kommt sie wieder in ihre alte Form. Ganz von selbst und sehr schnell. Man kann eine Daune also sehr klein komprimieren und trotzdem nach dem Entfalten der Jacke die komplette Leistung der Daune wieder erhalten. Die zweite Eigenschaft ist Wärmeleistung.
Daune per se ist weder warm noch kalt. Was sie aber kann, ist Luft einschließen. Schließen die Daunen Luft ein, führt das letztlich dazu, dass eine Wärmedämmung zwischen der Innenseite und der Außenseite entsteht. Nun ist die Daune nicht immer Daune. Verschiedene Arten von Daune können sich besser oder schlechter entfalten und damit eben auch besser oder schlechter isolieren. Dieses Verhalten wird letztlich in der Einheit QIN, also Cubic Inches, angegeben. Diese ergeben sich aus einem Messverfahren, in dem bestimmt wird, wie weit sich zusammengedrückte Daunen nach 24 Stunden wieder ausbreiten. Werte ab 500 können hier als brauchbare Daunenprodukte für den Bergsport betrachtet werden. Ab 800 spielt man schon in der Oberliga der Effizienz mit. Hohe QIN-Werte sagen auch, dass man weniger Material für die gleiche Wärmedämmung braucht. Beim Füllgewicht ist es gar nicht so einfach abzustecken, wie viel jetzt eigentlich genug ist, da die Ansprüche und Empfindungen natürlich immer sehr unterschiedlich sind. Hohe Füllgewichtwerte sind definitiv ein Zeichen für warme Produkte. Sind die QIN-Werte dann allerdings sehr niedrig, ist das Produkt zwar effektiv, aber nicht effizient. Hohe Füllmengen mit hohen QIN-Werten lassen auf extrem warme Daunenprodukte schließen. Die Füllmenge wird in Gramm pro Quadratmeter angegeben. Wie viel man davon letztlich braucht, hängt immer ein wenig vom Einsatzzweck und dem eigenen Empfinden ab. Hier aber ein Hinweis auf ein Problem für mich, der jetzt mal ganz aktiv in einem Appell an die Industrie enden soll. Es ist heute immer noch nicht Standard, dass Firmen sowohl die Füllmenge als auch die QIN angeben. Die meisten Firmen geben entweder gar nichts und einen hilflosen Anwendungszweck an oder geben entweder das eine oder das andere an. Woran das liegt? Naja, die Firmen wollen eben nicht, dass man sieht, dass sie den Konsumenten gerne an der ein oder anderen Stelle in Sachen Effizienz über den Tisch ziehen. Und selten haben Kunden Vergleichswerte, weshalb sich die Sache schlecht aufklären und enttarnen lässt. Und ja, diese Werte wären ganz einfach festzustellen und anzugeben. Federn werden in Daunenprodukten bis heute gerne eingesetzt. Und das zu unterschiedlichen Anteilen. 80-20, 90-10 etc. So werden diese Verhältnisse angegeben, wobei es sich hier natürlich um Prozent handelt. Unterm Strich kann man sagen, dass Verhältnisse ab 90-10 absolut brauchbar sind und effizient. Wir merken uns, viele Federn heißt viel ineffektives Füllmaterial und das wiegt eben etwas, bringt aber wenig. Ein Qualitätsmerkmal also, auf das leider auch sehr oft in den Beschreibungen vergessen wird. An dieser Stelle möchte ich jetzt auch nochmal ein ganz großes Lob an Decathlon und Simon aussprechen, die alle Werte ungefragt auf ihrer Produktseite ausschreiben. Jeder kann transparent die Qualität des Produkts letztlich nachvollziehen und einordnen. Falls ihr übrigens mal richtig warme Mützen und Socken haben wollt, dann schaut im Alpen Academy Online Shop vorbei. Hier findet ihr nämlich warme Alpaka-Produkte aus fairer Haltung und Produktion. Tierprodukte, bei denen Arbeiterinnen und Tiere glücklich sind. Und sicherlich auch ihr. Das größte Problem von Bergsteigern und Daunen ist die Feuchtigkeit. Denn wenn eine Daune feucht wird, dann wird sie klein und schrumpelig. Sie verliert dadurch aber auch die Möglichkeit des Lufteinschlusses und ist wirklich zu 100% wertlos. Jede nasse Daune ist verlorene Isolation. Kommt also der erste Tropfen vom Himmel, heißt es schnellstmöglich die Daune in Sicherheit zu bringen, egal ob unter einer Regenjacke oder im Rucksack. Denn sonst geht die Isolationsschicht faktisch verloren. Bis Daunen trocknen kann das übrigens auch schon mal eine Weile dauern. Eine Daunenjacke braucht je nach Füllgewicht 1 bis 2 Tage, bis sie wieder komplett zu ihrer alten Form gefunden hat. In dieser Zeit muss man sich dann eben etwas einfallen lassen. Jein. Daune ist bis heute die beste Wahl, wenn es um Wärmeisolierung X bei Gewicht Y geht. Die meisten Kunstfaseralternativen schaffen Wärmeisolierung X höchstens bei Gewicht Y plus Z. Soll heißen, es braucht unterm Strich mehr Material für die gleiche Leistung. Jedoch fällt das erst bei wirklich dicken Daunenprodukten auch auf. Denn natürlich bleibt die Relation des Unterschieds die gleiche. Soll heißen, bei Expeditionsdaunenjacken oder Schlafsäcken ist die Daune gewichtstechnisch und auch im Packmaß ganz klar im Vorteil. Bei dünnen Daunenprodukten, bei Sommerschlafsäcken oder Herbstjacken, ist der Gewichtsunterschied bei gleicher Leistung so marginal, dass in der Regel eine Kunstfaserlösung ausreichend wäre. Und die Kunstfaserlösungen entwickeln sich auch stetig weiter. Mittlerweile lassen sich Top-Produkte von Primaloft beispielsweise schon ähnlich gut komprimieren wie Daunen. Das lässt darauf hoffen, dass in Zukunft die Kunstdaune immer öfter die erste Wahl werden kann. Denn unterm Strich muss klar sein, Daunenprodukte sind Tierprodukte. Und das muss nichts Schlimmes sein,
aber es kann eben etwas Schlimmes sein. Ganz zum Schluss möchte ich außerdem noch Redown erwähnen. Diese Firma arbeitet mit diversen Herstellern zusammen und recycelt Daunen. Das ist vermutlich die beste Richtung, in die wir heute im Sinne der Eigenschaften und des Tierwohls gehen können, wenn es unbedingt Daune sein soll. Aber ob es unbedingt Daune sein soll, ja, das könnt ihr mir jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen warmen Winter, egal ob mit Daune oder auch nicht. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!